Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Hilf Darum. Der sympathischer ist als Rivali. Jetzt bleibt stehen, Mubo. Was? Noch wärmer. Wie heißt denn noch? Achso, nee, mein Trunk ist zu Ende. Sich halt einfach irgendwo so muss einfach nur schnell sein. Einfach zu lahm. Okay, no problem ist dann vielleicht noch übertrieben. Ich muss mal Äpfel in sich reinlampfen, aber im Endeffekt doch nicht so ein großes Problem. Nerv nicht! Muss ich im Ernst das jetzt machen? Ach komm, ich muss das hier einfach nur Stasis nennen. Aber selbst dann ist Junobo zu lahm.
Wen hasse ich? Barudan. Juno, Bro. Noch eine. Es ist gut, dass in Ordnung ist. Hau einfach an. Ja, von der Wand hat getreten. Ja, Junobo, sei mein persönliches Schutzschild, verdammt nochmal. Ja, ich habe auch echt keinen Bock mehr auf dieses Story. Okay, Rudan, jetzt hau einfach ab, ey. Ja. So. Ich mach kein großes Drama raus. Hüpf einfach in den fucking Krater. Mit seinem Parasegel, was eigentlich vollkommen verbrannt sein werden sollte, müsste sein. Feuertitan ist übrigens auch ein Move. Boss. Ja, allgemein. Die Titanen selbst sind eigentlich nicht wirklich schwer. Das muss ich wirklich sagen. Der hier hat eine schwere Aufgabe. Sonst ist er einfach easy. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Garno zurückzuholen, oder? Ja. Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt.
der Leitstein, der die Karte enthält. Ich hasse diesen Titanen übrigens. Der Wegen der Dunkelheit. Da hätte Nintendo sich wirklich was Besseres überlegen können. Als Dunkelheit. Hier war doch irgendwo eine Fackel. Die suche ich gerade. Naja, das Ding hier gibt auch eine gute Fackel ab. So, jetzt muss hier doch noch so ein Ding sein. Okay, die Truhe gönne ich mir. Hier ist die Fackel. Zwei antike Schrauben. Weil das, genau das ist, was sich jeder Mensch wünscht. Das ist es schon eher, was man braucht. Ach, die ganzen Dinger mache ich einfach nicht jetzt. Um die Augen kümmere ich mich, wenn wir wieder Licht haben. Nintendo kann ja nicht verlangen, dass wir den ganzen Tag dunkel machen. Außerdem mit dem kleinen Freiraum kann man nicht wirklich viel machen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Die letzten Parts waren ja übelst überzogen. Also ein paar. Besonders der letzte. Gut. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh mal. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Barudania regeln. Um ihn zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ich verlasse mich auf dich, Bruder. Das weiß ich doch schon. Ich sehe hier so viele Einsen. Wie das so unschuldig wegguckt, das Auge. So, hier sind schön Pfeile, oder? Ja, als ob ich Wahrsager wäre. Und ein Pfeil. Mal fünf. Ja, Kuppe braucht kein Schwein. Ich dachte, wir brauchen eine Fackel. Brauchen wir wirklich, ist die jetzt kaputt? Ne, die liegt hier noch. Hoffe ich. Das Ding tut's auch.
schießen? Ja, als ob ich Wahrsager wäre. Rottenpfeile habe ich glücklicherweise viele. So, zack. Nein, falsch. Müssen wir wahrscheinlich so machen. Hätten wir das Kontrollsiegel gelöst. Noch 4 Kontrollsiegel. Weiter so, Bruder. Ja, ja, easy going. Für die, also dieses Garnons Hass ist für die Titanen sehr beliebt. Garnons Hass kann mich wieder. Ach so. Oh ja, give me medicine. Ich habe nicht die ganze Zeit hier so. Das gibt's hier. Ein Auge gibt's hier. Es braucht aber schon noch ein bisschen, dass das endlich kaputt geht. Das nervt mich ein bisschen. Es sind wertvolle 3 Sekunden meines Parts für jedes Auge. Und dann ein antiker Reaktorkern. Gratis dazu. Okay. Wie geht's weiter? Ich würde sagen, ich würde mir den und den. Ja, man braucht halt wirklich die Fackel. Was soll ich denn jetzt machen? Naja, die Richtung ist besser. Hier drin ist es kalt. Oh, ist geschenkt. Lauf, link. Alter, das ist ein Zungenbrecher.
so ein nerviges Ding wieder. Du nervst. Genauso wie alle anderen Arten von dir. So, das hier ist das ekligste Kontrollsiegel. Ich sehe immer dieses Geräusch. Es sind noch 3 Kontrollsiegel übrig. Halt dich ran! Jetzt muss ich erstmal rauskommen. So. Geschenkte Kontrollsiegel würde ich. Ja. Noch 2 Kontrollsiegel. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Wenn ich ehrlich bin, mag ich diesen Titanisch. Sorry, Daro. Du hast den blödesten erwischt. Daro finde ich cool. Ich finde, Daro ist mein Lieblingsregel, aber. Okay, und vielleicht Urosa. Rosa ist auch geil. Okay, wo auch ein ID vorher kommt. Eispfeile, nice. Da müssen wir auch mal zu den Soras wieder. Okay, wie soll man denn das kontrollieren? Wahrscheinlich so. Okay, wie viele noch? 1? Noch ein Kontrollsiegel. Nur noch ein einziges Bruder. Wie der noch Bruder sagt. Okay, das ein einzige ist oben drauf auf dem Titanium. Mein Titan. Es gibt ja auch andere Titanen auf der Welt, die nicht mit Zelda zu tun haben. Okay, was verbrennt jetzt schon wieder? Schilden. Oben ja. Okay, das letzte ist da oben. Trauriger Tod gewesen. Wie komme ich da jetzt hoch? Keine Ahnung. Ich mach's so.
das Auge. Tschüss. Hey, das war das Letzte. Sauber. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder. Ja, ja. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann, ciao.